Im Frühjahr 2020 sind diese Aufnahmen der Wacht am Rhein entstanden. Dabei war uns nicht bewusst, dass schon 70 Jahre früher ein Mann mit seiner 16mm Kamera hier gestanden und gefilmt hat. Dieser Mann war Kurt Stichnoth. Geboren wird er 1931 in Wiesdorf, ein Jahr nachdem die junge Stadt Leverkusen Stadtrechte erlangt hat. Seine Eltern waren in den frühen 1920er Jahren beide auf verschiedenen Dampfern im Transatlantikdienst beschäftigt. In New York lernten sie sich kennen. Zurück in Deutschland fand der Vater eine Anstellung bei den Bayerwerken, zunächst in Wuppertal, später in Leverkusen. So wuchs der junge Kurt in der Beschaulichkeit der Bayerkolonien auf. Als Heranwachsender erlebt er den Nationalsozialismus und die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Vater Stichnoth muss der Gestapo erklären, warum der Name Stichnoth nicht jüdischen Ursprungs ist, sondern vielmehr ein Vorfahr den Beruf des Notenstechers ausgeübt hat. Ein älterer Bruder wird zur Wehrmacht einberufen und fällt als Angehöriger des Afrikakorps. Ich habe ja die ersten Lieder 1949 geschrieben und habe mich bei den Roten Funken vorgestellt. Und die wollten mich nicht alleine auf der Bühne lassen, weil ich keine Bühnenerfahrung hatte, und haben mich mit dem Christian Klößchen zusammen verbunden, wie man so schön sagt. Und der war sehr erfolgreich, auch als Bühnenredner. Und dann haben wir 5 Jahre zusammen gesungen, bis er dann sich selbstständig gemacht hat als Friseurmeister und nicht mehr in der Lage war, zeitlich nachmittags aufzutreten. Ja, die vielen historischen Filmaufnahmen, Stichnoth, verdanken wir ja der Tatsache, dass Sie sich schon damals so eine teure Kamera angeschafft haben. Ja, ich habe natürlich durch den Nebenberuf, den ich hatte, Auftritte und so weiter, das Geld habe ich natürlich alles gespart und habe mir dann eine 16mm Kamera geholt, eine Expeditionskamera mit 3 Objektiven, wo ich insgesamt ja unser oder mein ganzes Leben verfilmt habe. Die Kinder haben alle einen eigenen Film, und ich habe von 1953 bis 1976 gefilmt, und dann gab es auch kein Material mehr, dann wurden ja die Videofilme aktuell. Allen Stadtteilen, den alten und neuen, fehlte der Zusammenhang, die Ausrichtung auf eine Stadtmitte. Da, wo nach Ansicht der Gutachter, der Professoren Guter und Hillebrecht die Stadtmitte hingehörte, standen und stehen kleine Wohnhäuser, von den Bayerwerken nach der Jahrhundertwende gebaut. Damals eine außergewöhnliche soziale Tat, die jedoch später den Aufbau eines echten Stadtzentrums behinderte. Mit Wiesdorf, wie es früher einmal war, Wiesdorf vor 20, 30 Jahren, ihrem wohl erfolgreichsten Lied, wollen wir gemeinsam einmal eben auf dieses frühere Wiesdorf zurückblicken. Ja, als ich im Herbst 1976 durch Wiesdorf spazierte, da war schon fast die Hälfte der Häuser abgerissen, Fenster und Türen zugemauert. Da ist dieses Lied entstanden. Und ich habe es erstmals 1977 im Karneval gesungen. Es war hochaktuell und ist ganz toll beim Publikum angekommen. Und alle wollten eine Single davon haben. Und auch Professor Weise bestellte 7000 Platten für die Weihnachtspakete für die Bayer-Pensionäre. Dieses Lied wurde auch mit dem La-Lela-Löla-Preis ausgezeichnet, ein Preis von Bayer und Stadt Leverkusen für die besten Darbietungen im Karneval.
Insgesamt habe ich von Wiesdorf vor 20, 30 Jahren von der Platte rund 14.000 Stück produziert. Und es brachte mich auch die Fotos von mir auf dem Titelseite der Werkszeitung. Wiesdorf vor 20, 30 Jahren. Nee, was war das schön, Wiesdorf war noch da. Mit der Fähre fuhren wir nach Merkenich. Und im Rhein schwammen noch so dicke Fisch. Ja, Wiesdorf vor 20, 30 Jahren. Nee, was war das schön, Wiesdorf war noch da. Der alte Klößchen schnitt mir damals noch der Haar. Und erzählte, wie es früher einmal war. In der Bläue hier am Rhein stand noch der blaue Ab, wo es mittags noch ein lecker Bierchen gab. Ob beim Rudi Krane oder in der Höhner Jass, traf man alte Freunde, hatten Spaß. Der eine ging zum Tanzen in et Ledienheim, bei Männrad schmissen andere de Scheiben ein. In der Altstadt roch eins nach selbstgebranntem Sprit, heute nur nach Schaschlik und Pommes frites. Wiesdorf vor 20, 30 Jahren. Nee, was war das schön, Wiesdorf war noch da. Mit der Fähre fuhren wir nach Merkenich. Und im Rhein, da schwammen noch so dicke Fisch. Ja, Wiesdorf vor 20, 30 Jahren. Nee, was war das schön, Wiesdorf war noch da. Der alte Klößchen schnitt mir damals noch der Haar. Und erzählte, wie es früher einmal war. Morgens hingen überall de Brötchen an de Tür. Da gab's noch de Barmer Straß, de Pförtner 4. Wo de Brünning backte, ist heut alles öd und leer. Ne Elberfelder Straße gibt's nicht mehr. Et Reuschenberger Schloss, et Haus vom Duisbergskarl. Und die alte Kneipe da vom Odental. Dat schöne Rathaus, alles was die Bombe nicht geschafft, han die Bagger später weggerafft. Wiesdorf vor 20, 30 Jahren. Ne, wat war dat schön, Wiesdorf war noch da. Mit der Fähre fuhren wir nach Merkenich. Und im Rhein, da schwammen noch so dicke Fisch. Ja, Wiesdorf vor 20, 30 Jahren. Nee, was war das schön, Wiesdorf war noch da. Der alte Klößchen schnitt mir damals noch der Haar und erzählte, wie es früher einmal war. Nee, was war das schön, Wiesdorf war noch da.
Also beginnen wir unseren kleinen versprochenen Rundgang durch das alte Wisdorf, wo es noch die Barmer Straße gab und wo noch überall die Brötchen an der Türe hingen, die beim Brüning gebacken wurden. Ja, die gesamte Kolonie 1 wurde Ende der 70er Jahren des letzten Jahrhunderts abgerissen und auch die Elberfelder Straße gibt es leider nicht mehr. Im Bau der City A fielen auch Teile der Kolonie 2 zum Opfer. Seitdem gibt es auch keine Robert-Bunsen-Straße mehr. Nun kommen wir in Ihrem wohl erfolgreichsten Lied weitere Personen und Lokalitäten vor, die vielen unserer Zuschauer nicht unbedingt bekannt sein durften. So zum Beispiel der im Refrain immer wieder genannte Klößgen, der Ihnen damals die Haare schnitt. Ja, der alte Klößchen hatte in der Kalebowskustraße seinen Friseursalon mit seiner Frau und seiner Tochter Annie und seinem Sohn Christian. Und da wurden den Wisdorfern die Haare geschnitten. Und das war eine ganz tolle Familie. Und mit dem Christian Klößchen, der nebenbei auch Schauspielunterricht hatte und auch Gesangsunterricht, mit dem habe ich die ersten Jahre im Karneval als Duett Stichen und Klößchen in Leverkusen die Säle zum Kochen gebracht. Ja, die Höhnerjass, so nannte sich auch ein Lokal in diesem Lokal wurde natürlich viel gefeiert und wenn da nichts los war, ging man die Höhnerjass durch und dann kam man beim Rudi Krane in der Gaststätte auf der Kalevoku-Straße. Ja, die Höhnerjass verband damals die Nobelstraße mit einem Knick hin zur Kalevoku-Straße und irgendwann in Anfang der 50er Jahre ist die Verbindung gekappt worden. Ne? Ja. Und der Blaue Ab? Ja, war eine Kneipe in der Bläue am Rhein. Bläue war eine Restsiedlung von der Ultramarinfabrik, die ja da unten stand. Und meine Eltern, wie die von Elberfeld, mein Vater versetzt wurde, hat da auch kurze Zeit gewohnt. Und die ist aber dann komplett schon in den 30er Jahren abgerissen worden und befand sich praktisch hinter dem Hochhaus von W1 oder dem Karl-Duisberg-Park. Da war die Bläue. Ja, unmittelbar in der Nähe des Rheins, ganz am Ende der Casablanca-Allee, war früher der Blaue Ab und die Bläue, weil man da halt im Ultramarinfabrik blaue Farbe machte. Ja. Ja, wir haben das Atelier von Kurt Stichnoth verlassen und uns auf dem Weg zum Paulinchen-Denkmal an der St. Antoniuskirche in Wisdorf gemacht. Der Leverkusener Künstler Kurt Ahrens hat dieses Denkmal zu Ehren der Wisdorfer Kuhmagd Pauline Bohnke geschaffen. Und seit Oktober 1982 hat es nun seinen Platz hier neben der St. Antoniuskirche. Auch Sie, lieber Herr Stichnoth, haben mit Ihrem Lied Paulinchen, du und ich, Pauline Bohnke, ein weiteres, allerdings musikalisches Denkmal gesetzt. Ja, ja, ich habe einen Titel gesucht noch für die B-Seite von Wisdorf vor 20, 30 Jahren. Und da fiel mir Paulinchen ein, weil ich dich schon als kleines Kind kennengelernt habe. Das heißt, ich bin mit meinen Eltern hier durch die Camp marschiert, sonntags einen Spaziergang gemacht und da haben wir sie immer beobachtet. Und wie wir dann 1944 ausgebombt worden sind, haben wir erst 1945 eine Wohnung gekriegt von der Kolonie 3 nach hier. Ich habe dann in der Kaiserstraße gewohnt und von 1945 an. Und 1945 habe ich auch schon angefangen mit der Gitarre zu spielen. Da haben wir mit Freunden, Schulkameraden von früher am Rhein unten gesessen. Wir sind auch schwimmen gegangen schon im Rhein. Man konnte das damals, da war ja keine Chemieabfälle drin.
Und das war wunderbar. Und dann haben wir natürlich auch, was natürlich nicht so schön war, Paulinchen immer gehänselt, wenn die dann bei uns hier, wenn wir da am Rhein saßen oder hier vorne, haben sie auf die Schippe genommen. So, und dann, so ist mir dann auch der Text eingefallen, du und ich, weil ja viele Freunde hatte, wo ich mit hier auch zusammen war. Und so ist der Text entstanden. Und dann habe ich die erste Platte dann auch Paulinchen geschenkt. Die war ganz hin und weg. Und ich habe aber nicht gesagt, dass ich dabei war und habe sie auf die Schippe genommen. Ja, ja, ja. Und sie war richtig happy und hat sich sehr gefreut. Und das Lied ist auch sehr gut angekommen. Und ich brauchte auch was Lustiges. Nach dem Wiesdorfer Lied war ja immer ein stilles Schweigen im Publikum. Du und ich, wir saßen noch im Kinderwagen, als auf der Hauptstraße noch Bätzgöttl lagen. Du und ich, wir waren noch so klein, da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Du und ich, wir waren noch so klein, da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Weißt du noch im Wöchnerinnenheim, da bist der Klappbusch durch der Mama in het Bein. Weißt du noch, mein Papa, der kam stolz vom Bayerheim mit ner Kachelholz. Am Büschelter Hof, wo het Forum steht, war früher ein riesen Gemüsebeet. Wo wir heimlich Möhren angeklaut, ist heute jedes Fleckchen zugebaut. Du und ich, wir saßen noch im Kinderwagen, als auf der Hauptstraße noch Bätzgöttl lagen. Du und ich, wir waren noch so klein, da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Du und ich, wir waren noch so klein, da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Weißt du noch, wie wir vom alten Schott ein Flötchen kriechten für ein Büngel Schrott? Weißt du noch, beim Schützenfest am Rhein, ja, dann machten wir die letzten Groschen klein. Jubel und Trubel war dann überall, auch abends beim Schmitz auf dem Krönungsball. Lebte heute noch der Rheindorfs-Bim, sänge er mit seiner schönen Stimme. Du und ich, wir saßen noch im Kinderwagen, als auf der Hauptstraße noch Bätzgöttl lagen. Du und ich, wir waren noch so klein, da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Du und ich, wir waren noch so klein, da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Da triebet Paulinchen aus der Kempte Kühe rein. Wiesdorf vor 20, 30 Jahren, viel abgerissen, vieles nicht mehr da. Doch man kann es heut an allen Ecken sehen. Unser altes Wiesdorf, das wird wieder schön, ja. Wiesdorf vor 20, 30 Jahren, es wird niemals mehr, wie es früher war. Doch geht man heute mal durch unsere Heimatstadt, sich so manches doch ganz schön verändert hat.